الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Euch, die hier seid und euch, die ihr online seid. Was wir heute machen werden, ist, dass wir sozusagen den Reiseablauf besprechen. Das heißt, wir werden versuchen, euch jetzt schon geistig auf diese Reise mitzunehmen und in diesem kurzen Seminar sozusagen die wichtigsten Stationen zu besprechen, verbunden mit praktischen Tipps und praktischen Hinweisen und gleichzeitig Hinweisen religiöser Art oder spiritueller Art, damit wir uns richtig auf diese Reise einstellen können. Wir beginnen einmal ganz praktisch mit der ersten allgemeinen Information, für die wir selbst nur Überbringer sind. Und zwar, wann fliegen wir und wann kommen wir zurück? Es ist so, dass es verschiedene Abflugorte gibt. Manche fliegen von Hannover, manche fliegen von Düsseldorf, manche fliegen von Berlin, manche fliegen von Stuttgart, manche fliegen von Wien. Und alle treffen sich in Istanbul. Also das ist der Turkish Airlines Flug für die meisten. Und es wird einen Treffpunkt in Istanbul geben. Und was bedeutet, dass sich zunächst einmal die Regionalgruppe, keine Ahnung, Regionalgruppe Hannover oder wie auch immer, trifft sich am Flughafen. Also zum Beispiel 20 Leute von uns treffen sich auf einem Flughafen Hannover und fliegen dann gemeinsam nach Istanbul, und in Istanbul trifft dann die große Gruppe zusammen. Das Reisebüro versucht auch noch, einen Direktflug von Düsseldorf zu bekommen, das steht aber nicht ganz fest, aber im Prinzip, also das prinzipielle Programm ist so. Und die Flugzeiten, die bis jetzt feststehen, sind die, dass man am 24. am Sonntag Richtung Istanbul fliegt und dann in der Nacht, also ganz kurz nach Mitternacht, 0.25 Uhr von Istanbul nach Medina fliegt und dann um 3.40 Uhr in Şalemedine ankommt. Das ist sozusagen, das ist einmal das Erste, was interessant ist für uns. Und am 6.1. wird der Flug zurück sein, auch mit Turkish Airlines von Jeddah. Diese Informationen kommen alle noch schriftlich, ich gebe sie nur jetzt einmal, weil es einfach etwas immer interessant ist. Ja? Wann fliegt man genau und wie ist der Abflug genau? Gut. Dann kommen wir... wenn wir schon im Abflug sind, kommt auch noch ein Punkt, nämlich wie sollen wir uns jetzt auf die Reise vorbereiten. Okay? Und die Vorbereitung hat zunächst einmal zwei Ebenen. Einerseits die seelische Vorbereitung und andererseits die körperliche und die materielle Vorbereitung. Und wir sprechen jetzt einmal über die leichtere, nämlich über die materielle Vorbereitung. Das heißt einfach, was nehmen wir mit, was packen wir ein. Der erste Punkt ist einmal Kleidung. Okay? Und Kleidung, wie wir wissen, ist wetterabhängig. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und dafür ist es wichtig zu wissen, wie das Wetter um die Zeit in Mekka und Medina ist. Und die Antwort ist, mag für viele überraschend sein, Mekka ist ungefähr so, wie man sich es vorstellt. Also das Wetter in Mekka ist für unsere Begriffe warm oder mild oder zwischen mild und warm. Also im Normalfall hat es irgendwie zwischen, wenn die Sonne scheint, zwischen 15 und 20 Grad. Wenn die Sonne nicht scheint, in der Nacht vielleicht zwischen 10 und 15 Grad. Aber es ist relativ ausgeglichen allgemein. Das Wetter in Mekka ist relativ ausgeglichen. Und es ist kein winterliches Wetter, es ist auch kein sommerliches Wetter, so dazwischen. Anders ist das Wetter in Medina, in Manawara. Dort ist das Wetter ganz allgemein, also Medina hat ein extremeres Klima als Mekka, in jeder Hinsicht. Das heißt, prinzipiell sind die Sommer dort heißer und die Winter kühler oder kälter. Das heißt es nicht, dass es schneit dort oder dass es so kalt ist wie bei uns, aber vor allem die Nächte, die Winternächte in Medina können extrem kalt werden. Extrem kalt heißt, es ist eine ganz komische Kälte, es ist eine sehr, sehr trockene Kälte, die für den Körper relativ schwierig ist.
Das heißt, wir müssen einfach damit rechnen, dass wir uns auch irgendwas Warmes mitnehmen. Also jetzt nicht unbedingt Schal und Pullover und Winterschuhe, aber einfach also nicht nur mit Sommerkleidung hinfahren. Wärmere Unterwäsche, langärmelige Unterwäsche, irgendwelche Pullover, die vielleicht noch einen kleinen Kragen haben oder so, sind für die Nacht wirklich gut. Also für die Nacht meint man jetzt nicht die Nacht im Hotel und im Bett, sondern die Nächte draußen, also wenn man rausgeht. Es kann auch sehr kalter Wind sein. Also es ist einfach jetzt gut, wenn man etwas mitnimmt, was sozusagen, was einfach den Körper wärmt und vor der Kälte schützt. Die Tage in Medina sind auch tendenziell meistens mild und wenn die Sonne scheint, kann es auch richtig warm werden. Nicht heiß, aber warm. Genau, aber man soll es im Kopf haben, dass man eben jetzt nicht in ein total warmes Land fährt, in dem man jetzt nur irgendwie T-Shirts und dünne Hosen braucht. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, wir beginnen jetzt mal auf der Männerseite, was zieht man an? Also welche Kleidung ist passend dort? Und die Antwort darauf ist die, es ist prinzipiell, kann man in Medina und in Mekka, wenn man jetzt nicht im Ihram-Zustand ist, aber dazu kommen wir später, also im normalen, in den normalen Tagen, wenn man jetzt nicht im Rahmen der rituellen Handlungen ist, kann man jede Art von Kleidung anziehen. Okay? Das heißt, man kann Jeans anziehen, man kann theoretisch Jogginghosen anziehen, man kann was auch immer. Okay? Also man ist frei und es ist auch eine sehr, sehr große Vielfalt. Also die Art und Weise, wie Männer sich dort anziehen, ist sehr vielfältig und es gibt nicht einen Stil, der jetzt richtig ist. Okay? Aber gleichzeitig muss man sich halt überlegen, wo man hinfährt und warum man dorthin fährt. Und dass es ein Ort ist, an dem man sich gut benehmen soll. Und jeder Ort und jede Gelegenheit hat seine Kleidung, die passend ist. Das heißt nicht, dass sie bestimmt ist, dass es festgeschrieben ist, muss dieses oder jenes sein, aber es gibt passende, es gibt unpassende Kleidung. Und wir sollen darauf achten, dass wir Kleidung tragen, die dem entspricht, die dem Ort entspricht. Und da kann jeder natürlich seinen Geschmack haben und kann jeder uns unterschiedlich bewerten, was er für passend hält. Das ist auch sehr interessant zu sehen dort, dass jede Nation hält was anderes für passend. Es gibt Pakistaner, die haben irgendwelche, ich weiß nicht, die haben Spiegel, die haben bunte lange Jacken mit Glasstücken und kleinen Spiegeln drauf oder so, weil sie es einfach für passend finden, aber sie sich sozusagen so feierlich sozusagen für den Propheten sozusagen schmücken wollen. Andere Afrikaner haben wieder andere Tracht. Also es gibt nicht eine Art von Kleidung, die genau richtig ist. Aber wie gesagt, man soll achten drauf, wenn man dort ist, dass man respektvoll umgeht. Und das ist etwas, was uns die ganze Reise begleiten soll. Also der Schlüssel für die Reise ist gutes Benehmen. In jeder Hinsicht, auf allen Ebenen. Und ist Bescheidenheit und ist Respekt und Ehrerbietung für diese Orte. Und das soll man sozusagen auf irgendeine Weise in seiner Kleidung zum Ausdruck bringen. Ich rede jetzt über die Männerkleidung, das Thema der Frauenkleidung kommt gleich, aber es ist besser, das getrennt zu machen. Viele natürlich ziehen sich dort, wenn sie dort sind, gern irgendwie diese langen weißen Hemden an oder diese Galabier oder pakistanische Kleidung oder was auch immer. Und all das ist schön. Und wenn jemand sowas, und es ist auch angenehm, es ist nicht nur schön, sondern es ist auch sehr, sehr angenehm zu tragen und man fühlt sich wohl damit. Wenn das jemand macht, dann soll man darauf achten, dass man hinkommt und dass es gebügelt ist. Also einfach, es ist so, manche denken überhaupt nicht dran und haben dann irgendwie so das lange weiße Hemd, das ist seit 3 Jahren bei ihnen irgendwo in dem Koffer unten liegt und so. Und dann kommt man mit ihnen an und will natürlich bald oder schnell oder sofort oder nach kurzer Zeit zur Moschee gehen. Und wenn man dann in der Moschee ist und man hat eine total zerknitterte Kleidung an, ist es halt nicht sehr passend. Genau, aus dem Grund und wenn man sagt, okay, ich möchte mich gerne irgendwie so mit solchen Dingen kleiden und ich habe sowas nicht, es gibt natürlich dort zu kaufen und so ein langes weißes Hemd kostet vielleicht, so ein Galabier kostet vielleicht umgerechnet 10 Euro plus minus.
Also sonst kann man relativ billig kaufen, man kann dort auch alles bügeln lassen, waschen lassen. Es ist dort üblich, dass Männer ihre Kleidung in die Wäscherei bringen. Und ja, ganz kurz, Entschuldigung. Genau. Es ist üblich, dass Männer die Kleidung in die Wäscherei bringen und sie dort waschen und bügeln lassen. All das ist möglich und leicht und ist kein Problem. Okay? Gibt es auf der Männerseite Fragen diesbezüglich, was die Kleidung betrifft? Gut. Kopfbedeckungen? Kopfbedeckungen, wenn man normale Kopfgröße hat, dann gibt es dort massenhaft zu kaufen. Wenn man eine unnormale Kopfgröße hat, wie ich zum Beispiel, dann ist es schwierig. Da muss man es irgendwo anders kaufen. Aber ja. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt nicht den einen Kleidungsstil, der irgendwie vorgeschrieben muss oder der unbedingt notwendig wäre. Das ist klar? Gut. Noch ein kleines, oder das, ja. Ich übergebe jetzt einmal zu der Frauenseite und dann kommen wir zu Schuhen, zum Thema Schuhwerk. Das ist für Männer und für Frauen interessant. Ja, für die Frauen ist auch genauso, jede Art von Kleidung ist möglich. Es ist auch kulturenbedingt. Es gibt viele Schwestern, die Afrikanerinnen, ziehen sich irgendwelche Tücher, wickeln sie ein paar Tücher, die ganz bunt sind, um ihren Körper, und das findet man halt auch, findet man die Malaysianerinnen und die Indonesierinnen, die ganz weiß sich ankleiden, und die Saudierinnen zum Beispiel, die von Kopf bis unten, bis zu den Füßen gekleidet sind und schwarz gekleidet sind. All das findet man. Und alles, also es spricht niemand eine an, warum das und warum, oder warum das andere. Die Muslime sind bunt und sie kommen auch in die Haramen auch bunt. Und es ist auch genauso, ist empfehlenswert, dass man auch die Orte halt achtet und weiß halt, was entsprechend halt doch in seiner Auswahl, dass man halt etwas, das auf Ehre und auf Respekt für diese Orte hinweist, was man anzieht. Empfehlenswert ist eben dieser Galabia, diese Art von langen Hemden, lange Kleider, die schlicht und einfach die Sauderinnen anziehen. Schwarz am besten. Warum? Weil sie vertragen viel. Vertragen das zum Beispiel bei den Männern, wenn sie, oder bei den Schwestern, die weiß anziehen, es wird schnell dann schmutzig. Halt von irgendeinem kleinen Fleck, dann ist das nicht mehr angenehm zum Tragen. Aber die schwarzen Galabiers sind nicht schmutzanfällig. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich das wenig wechseln. Aber trotzdem ist das halt immer, bleiben sie immer schön halt. Und sie vertragen auch, dass man sitzt stundenlang und trotzdem steht man auf und die sind nicht zerknittert und nicht irgendwie nicht schön durcheinander durch das Sitzen oder so. Sie lassen sich von selbst bügeln sozusagen. Und die sind empfehlenswert anzuziehen. Aber wenn eine Schwester sagt, das mag ich nicht, ist das auch ihr Recht. Sie kann anziehen, was sie will. Und sie muss nur wissen, dass sie Kopftuch tragen muss und halt einfach halt ihre Kleidung, die normal, mit denen sie halt beten muss, halt anziehen. Genauso ist das Wetter ist kühl. Das heißt, es ist wichtig, dass wir etwas Warmes mitnehmen. Das heißt aber nicht, dass wir den Koffer voll mit Winterkleidung nehmen. Weil am Tag, tagsüber, ist es normalerweise warm. Und es ist dann für uns, das, was wir am Abend nehmen, ist zu warm und es ist unangenehm. Deswegen sollen wir, ich würde sagen, doch ein Schal ist gut, ein Winterschal, das man auf dem Rücken geben kann. Das gilt für Männer und für Frauen auch. Ist gut, ist empfehlenswert, das zu nehmen, vor allem eben in die Nächte, weil wir meistens normalerweise, man in die Nächte geht man doch noch in Haram, in die Moschee und verrichtet das Frühgebet dort und so weiter, und da haben wir vielleicht Ausflüge und dann braucht man diese Schals, manchmal ist es sehr windig und die Kälte ist richtig stechend und da braucht man so ein Schal oder etwas langärmliches, warm drunter, unter der Kleidung, das Kleid oder so. Das, was mir jetzt mal einfällt zur Kleidung von der Frauen. Gibt es Fragen? Haben Frauen Fragen? Gibt es Möglichkeit, online zu fragen?
Hast du das im Blick? Ja. Gibt es Fragen von den Schwestern bzw. Brüdern, die online sind, bezüglich Kleidung? Okay. Gut. Okay, dann nächster Punkt sind die Schuhe. Das Problem ist natürlich, dass es Winter ist und wir fahren hier wahrscheinlich mit Winterschuhen weg und kommen dort an und Winterschuhe sind unpassend. Das Beste, was man mitnehmen kann, sind Latschen in irgendeiner Form, die möglichst bequem sind, die möglichst leicht sind und auch die möglichst tragbar sind. Das heißt, am besten ist, wenn man mit sich eine kleine Tasche trägt und lass es jetzt bis zur Pause, ist okay, Schatz, mach's aus. Genau, also es ist so, mit Schuhen ist Folgendes. Wir werden nicht sehr viel gehen, aber doch immer wieder sind einige Ausflüge, die man macht, wo man ein bisschen gehen muss. Und es ist einfach dort auch vom Wetter her, ist es am angenehmsten, am leichtesten, offene Schuhe zu haben, Latschen zu haben, was man halt will. Manche nehmen so Birkenstock-Sandalen mit oder so, wie auch immer. Und dort ist es so, dass wir einerseits, dass es natürlich Schuhregale gibt, sogar sehr viele. Es gibt ausreichend Schuhregale, wo man seine Schuhe lagern kann. Die Problematik darin ist aber, dass man einfach den Überblick verliert. Also muss ich vorstellen, die beiden Moscheen sind im Prinzip so wie Städte. Die sind einfach so riesengroß. Und wenn ich irgendwo, ich weiß nicht, tausende Schuhregale habe, dann wird es einfach schwer, das Schuhregal wieder zu finden. Außerdem ist es oft so, dass man zum Beispiel hier in die Moschee reingeht und auf einen anderen Ort wieder rausgeht. Dass man sich die Türen schwer merkt, vor allem wenn man zum ersten Mal dort ist. Und ich habe schon sehr viel Geld ausgegeben für Schuhe, die ich nicht mehr gefunden habe. Also ich habe schon so viele Schuhe dort gekauft und es zahlt sich nicht wirklich aus. Und am besten ist, dass man sich einfach eine Tasche mitnimmt, und in der Tasche eine Tüte und da tragt man seine Sandalen mit sich und dann erspart man sich diese Sorge. Die Tasche soll idealerweise nicht riesengroß sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Rucksack hätte, dann würden sie mich wahrscheinlich nicht reinlassen. Also die Türen sind bewacht und die wollen nicht, dass Leute mit großen Dingen reingeht. Sondern ideal sind einfach so Taschen, die jetzt so groß sind, dass man gerade ein paar Schuhe, vielleicht eine Flasche Wasser, irgend sowas reingeben kann. Buch, Koran. Ja. Es ist so, dass das Reisebüro Baltschok hat so eine kleine Geschenkbox für die Pilger und die meisten von euch werden es am Flughafen bekommen und da ist eine Tasche drinnen, also ein Werbegeschenk sozusagen, also eine Tasche so in der Größe. Wenn man nichts Besseres hat, kann man warten, dass man die bekommt oder halt man kauft sich hier eine, dann hat sowieso eine oder Saudi-Arabien ist so, dass man nicht alles dort kaufen kann. Also wenn man Geld hat, es gibt eigentlich nichts, was man wirklich nicht bekommen würde, oder? Ja. Also auf jeden Fall, aber wenn man sagt, man hat so eine Tasche, die praktisch ist und die so eben so eine Größe hat, dass man gerade so ein paar Schuhe und eine Flasche Wasser und vielleicht ein Buch reinbringt, dann ist das gut, sowas mitzunehmen. Ist klar? Kann ich zu Sandalen. Also ja. Für die Frauen, ich würde eh nicht Latschen so empfehlen, sondern eher Sandalen ist besser, weil wir werden doch, vor allem Frauenbereich ist immer etwas weiter als der Männerbereich, in Medina vor allem, dann haben wir ein Stück zu gehen und Sandalen sind praktischer, Sandalen oder leichte Schuhe, auf jeden Fall keine schweren Schuhe, sondern Schuhe, die leicht zum Ausziehen und leicht zum Anziehen sind, weil man hat vor sich Menschen, die auch in die Moschee, Massen an Menschen, die in die Moschee reingehen wollen und Massen an Menschen, die hinter sich auch und Leute wollen nach vor weitergehen und andere wollen auch, also von hinten, von vorne, es ist gut, wenn die Bewegung schnell ist. Und deswegen ist es gut, wenn man eben was Leichtes
auf jeden Fall das Leichte, dass man das in die Tasche reingeben kann. Wenn die Schuhe groß sind, dann ist das ein Problem, wo sollen wir das lagern? Und wir haben auch genau das gleiche Problem. Die Moschee ist riesig und man kommt in einer Stelle und glaubt, das ist die Stelle, wo ich da war. Und man kann sich leicht verlaufen. Halt die Stellen sind ähnlich. Und dann denkt man, ich habe meine Schuhe da gegeben, aber ich habe sie jetzt nicht mehr gefunden. Aber die sind noch da vielleicht, aber du hast sie woanders, in einem anderen Kasten gegeben. Deswegen ist es empfehlenswert, dass die Schuhe so leicht wie möglich und halt helfen, dass man halt schnell läuft. Und leicht ausziehbar, anziehbar auch. Wegen Tasche, Mahmoud hat gesprochen von der Tasche von Balchok. Letztes Jahr habe ich meine Tasche, am ersten Tag war sie gelöchert schon. War sie kaputt, nicht mehr zum Anwenden. Das heißt nicht, dass es immer so ist. Es kann sein, dass man damit 2 Jahre Umrah machen kann, aber es kann auch sein, dass es am ersten Tag schon zum Wegschmeißen ist. Gut. Dann das wichtigste Thema unserer Zeit ist das Ladegerät fürs Handy. Oder einfach prinzipiell Elektrizität. Hier ist eine wichtige Sache, ist die, dass Saudi-Arabien gilt, ist das, glaube ich, ich habe das amerikanische System von englisch-amerikanische System von Steckdosen, nämlich dreipolige Stecker. Das heißt, dass die Steckdosen haben, die meisten Steckdosen, nicht alle, aber die meisten haben eben drei Dinge, die man reinsteckt. Drei, wie sagt man, gibt es einen besseren Ausdruck dafür? Dreipolig, oder? Ja, auf jeden Fall, mit diesen Dreipoligen ist es etwas schwierig, unser normales Handyladegerät reinzubringen. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man kauft sich ein Adapter, genau, danke. Ein Adapter, das heißt, das ist ein Ding, das gibt es bei jedem großen Elektro, diesen großen Elektroketten. Das heißt, das ist der Stecker, der dann 3 Pole hat zum Reinstecken, das ist ein Reiseadapter, heißen die. Und 2, wo man sein Handy-Ladegerät oder sein Computer anschließen kann. Sollte man sowas nicht haben und man ist verzweifelt dort und weiß nicht, wie man sein Handy aufladen kann, das Problem dieser Zeit, dann gibt es noch einen Tipp dafür. Und zwar ist es so, dass wenn man es nicht weiß, dann wird man auch nicht von selbst drauf kommen, dass diese 3 Pole oder diese drei Löcher im Stecker sozusagen, sind 2 davon sind wirklich elektrisch und einer davon ist eine reine Sicherung. Das heißt, das drinnen ist so ein Plastikhebel, der durch den Dreierstecker sozusagen runtergedrückt wird. Und dadurch geht der ganze Stecker auf, man kommt rein. Okay? Das heißt, wenn ich einen normalen Stecker, einen europäischen, mitteleuropäischen Stecker habe, stecke ich ihn rein, es geht nicht. Warum? Weil dieser Hebel nicht runtergedrückt wird und dadurch blockiert das. Das ist einfach eine Sicherung. Der langen Rede kurzer Sinn. Es gibt eine Möglichkeit, wenn man keinen Adapter hat oder so, gibt es die Möglichkeit, dass man irgendwie einen Kuli oder so in dieses eine obere Loch steckt, nur man muss das Richtige finden, also nicht in das, was gerade elektrisch ist, sondern in das einzelne, ja, kann man mit irgendwie einem Kuli rein und sozusagen diesen Plastikhebel, der steht so drinnen, den sozusagen runterdrücken und wenn der runtergedrückt ist, dann kann man unten einen normalen Stecker reinstecken. Aber die leichtere Variante ist sicher die, dass man sich einen Adapter kauft. Ich wollte es nur gesagt haben, dass man... Ja, was ja passiert. Das könnte man auch dort kaufen, Adapter. Ja, kann man auch. Ja. Genau. Dann Thema Geld. Prinzipiell ist es so, viel Geld braucht man nicht, wenn man mal die Reise bezahlt hat. Sondern es ist so, dass wir haben dort Halbpension. Was bedeutet, es ist Frühstücksbuffet und Abendessen. Okay? Und es ist relativ ausgiebig, also normalerweise reicht das. Also ich kenne niemanden, der dann noch extra noch irgendwie essen geht oder so. Aber natürlich, man will Geschenke kaufen und man will vielleicht Kaffee kaufen irgendwo oder so irgendwas. Ja? Also für so Kleinigkeiten braucht man dann doch Geld. Man kann entweder Bargeld mitnehmen oder man kann natürlich Bankkarten mitnehmen und die normalen, also es gibt an jedem zweiten Haus gibt es irgendwie einen Geldautomaten, also es ist relativ leicht,
Geldautomaten zu finden, muss man besser mit seiner Bankkarte schauen, ob die jetzt im Ausland verwendbar ist und so. Aber es ist, also in der Hinsicht ist das Land ist voll mit Banken und aus dem Grund auch voll mit Geldautomaten. Also es ist nicht sehr schwer, Geld abzuheben. Und ich würde jetzt nicht, ich meine, also ich würde jetzt keine großen Geldbeträge in Bar mitnehmen. Weil einfach mal ist ja eine Situation, wo man mit Leuten vielleicht im Zimmer ist, die man nicht kennt und die sind alle vertrauenswürdig, aber trotzdem. Oder verliert man was und dann verdächtigt man jemanden und solche Dinge passieren. Aus dem Grund ist besser sozusagen nicht, also vorsichtig zu sein mit seinem Geld, vorsichtig zu sein mit seinen Wertsachen. Es gibt natürlich dort auch, es gibt Diebstahl, es gibt ja Dinge, die es auf der ganzen Welt gibt, gibt es auch dort. Das heißt, wenn man halt irgendwo, wenn man weiß, dass man jetzt irgendwo ist, wo Gedränge ist, dann muss man halt schauen, dass man einfach sein Geld irgendwie am Körper trägt oder so. Und nicht jetzt irgendwie so halb aus der Tasche raushängen lassen oder so. Also viele Leute sind dann irgendwie furchtbar enttäuscht. Wie kann das sein, dass in den heiligen Städten gestohlen wird? Aber der Mensch ist halt so und auch wenn die Städte heilig sind, aber die Menschen, die dort leben, sind nicht alle heilig oder sind nicht alle so, wie sie sein sollten. Und aus dem Grund soll man halt, man soll jetzt nicht übertrieben, es wird sicher wesentlich, wesentlich weniger gestohlen als hier, aber es ist trotzdem, sowas gibt's. Also was zum Beispiel interessant ist dort, ist in Mekka und in Medina, dass viele Händler, die so, die zum Beispiel so Stände haben, ich weiß nicht, so Dinge wie Handyzubehör im Einkaufszentrum oder sowas, die so Kleinzeugs verkaufen, man sieht es immer wieder, dass die zum Beispiel beten gehen, und einfach ihren Stand offen lassen. Oder einfach über ihre Ware ein Tuch drüber hängen und dann nach Hause gehen und übernachten. Also daran sieht man halt, dass natürlich dass diese Art von Kriminalität wesentlich weniger ist als hier, weil hier könnte man es nicht machen. Aber dennoch soll man nicht naiv sein und man soll auf seine Dinge aufpassen, auch auf Handys zum Beispiel. Wenn man weiß, dass man irgendwo ist, wo wirklich Gedränge ist und so, dann einfach sein Handy so tragen, dass es halt irgendwie am Körper ist und dass man spürt, wenn irgendwelche übelwollenden Hände kommen und irgendwas wollen. Okay? Und müssen diese Hände nicht nur von den Einheimischen, könnten auch von den Besuchern sein. Also es muss nicht nur die Bewohner, Leute, die kein gutes Benehmen haben oder solche Sachen machen, es können auch sein von den Leuten, die hinkommen, dass Leute halt schwach sind und sowas machen. Also man muss sich einfach vorstellen, die Menschen, die dort sind, sind immer zu einem ganz kleinen Teil Einheimische und zu einem sehr großen Teil Ausländer, unter Anführungszeichen. Und von denen ist wiederum ein Teil, die wirklich Pilger sind und die mit der Absicht von Pilgern hinfahren. Und dann gibt es einfach einen großen Teil von Leuten, die halt dort leben und Arbeiter sind und arm sind oder relativ arm sind und so weiter. Und dann gibt es auch natürlich professionelle, es gibt auch Diebesbanden dort, vor allem bei der Hajj, bei der großen Pilgerfahrt, aber das ist halt bekannt. Und wie gesagt, man braucht sich jetzt nicht sehr nervös machen, aber einfach wachsam sein und nicht irgendwie blauäugig irgendwie denken, sowas gibt es dort nicht, okay? Gut, dann noch etwas, was man einpacken soll, was wichtiger ist als das Geld, ist ein Buch oder Bücher. Das ist der Wert, den wir dorthin mitnehmen, der wichtigste. Das Wichtigste, was wir dort wollen, sind geistige Geschenke, seelische Geschenke. Also wir normalerweise Leute, die dort sind, verwenden viel Zeit dafür einzukaufen und Gebetsteppiche und das Bias und so weiter für ihre Verwandten zu kaufen, was schön ist, aber wir müssen uns immer klar sein darüber, dass wir eigentlich hingehen, um geistig und seelisch beschenkt zu werden. Okay? Und auch diese Geschenke haben ihre Währung. Haben Dinge, mit denen sie bezahlt werden. Und eines davon sind Bücher. Und Dinge, die man lesen kann dort, sind eben Bücher über die Orte, über die Umra. Dann Bücher über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Bücher auch von Fiqh und so weiter. Also Bücher, möglichst Bücher, die einen erbauen, Bücher, die einen gut tun. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes, was man dort tun kann, ist lesen.
Und das ist etwas, was die meisten Pilger heute nicht mehr machen. Viele lesen noch Koran, was gut ist, aber Koran soll nicht die einzige Lektüre sein. Also wir sollen Lektüre haben, die den Koran erklärt. Und es soll sich jedes Pilger sozusagen überlegen, welches Buch oder welche Bücher er mitnehmen will. Und es ist dort wichtig, dass wir uns selbst beschäftigen. Das ist eine der wichtigsten Dinge bei der Umrah. Dass wir unsere Nefs beschäftigen. Dass wir nicht warten darauf, dass wir beschäftigt werden und dass die Gruppe jetzt irgendwas machen muss oder dass es irgendeine Action geben muss, sondern das Wichtigste ist, sich selbst zu beschäftigen. Weil wenn man das nicht macht, dann wird man beschäftigt. Wird man beschäftigt wodurch? Zum Beispiel, was glaubt ihr? Essen. Menschen beobachten. Menschen beobachten. Ja, also eine der Hobbys der Nefs ist, wenn man dort ist, Menschen beobachten. Schauen, was die Menschen machen. Und dann, wenn man es lang genug beobachtet hat, dann beginnt man zu kritisieren. Ach, schau, was dieses Volk macht und typisch sowieso und schrecklich, was die wieder für einen Fehler machen. Und heute habe ich einen gesehen, der hat geschlafen und dann hat er nicht Wudu gemacht. Und gestern habe ich einen gesehen, der hat nicht ordentlich Kopftuch getragen und so weiter und so. Das sind typische Strategien von Shaitan, um uns von diesen Plätzen wegzubringen. Oder sich mit den Bauwerken zu beschäftigen und mit den, ob das jetzt schön ist oder nicht, ob das gut ist oder nicht, dass das gebaut ist und so weiter. Ja. Und das sind also Dinge, die den Menschen, wodurch man beschäftigt wird. Das Problem ist aber, dass dann die Zeit sinnlos vergeht. Weil man hat im Prinzip nichts davon. Ob man es geurteilt hat, dass ich jetzt diesen Turm gut oder schlecht finde, bringt nichts, weil sie werden dich sowieso nicht fragen. Der ist da und Punkt. Auf jeden Fall, aber das ist etwas, was man muss ja dort sehr vorsichtig sein mit sich. Also wenn man nicht aufpasst, dann werden einen diese inneren Stimmen und diese inneren Diskussionen, diese inneren Dinge ständig beschäftigen. Und darum muss man eine Gegenmaßnahme ergreifen, dass man sich selbst beschäftigt. Und ein Teil dieser Selbstbeschäftigung soll Lesen sein. Ein Teil. Wir werden noch andere Dinge ansprechen, aber Lesen ist ein Teil davon, das ist wichtig. Okay. Nur ganz zum Schluss, bevor wir dann beten gehen, noch ein Punkt. Zu dieser Selbstkontrolle, dass man sich beschäftigt und mit sich selbst beschäftigt ist und mit den Zielen, wofür man gekommen ist, entweder mit Rasulullah in Medina oder mit der Kaaba in Mekka, hat man muss man ein Prinzip mit sich mitnehmen, nicht sprechen bei der Umrah, bei dieser Reise. Es gibt ein dreipolig, so wie die Steckdosen in Saudi-Arabien dreipolig sind, ist auch das Prinzip auch dreipolig, nicht sprechen, nicht sehen und nichts hören. Nicht sprechen über die anderen und auch nichts Sinnloses, mit Sinnloses sich beschäftigen, dass man jetzt redet, leere Gerede, statt Salawat zu machen oder statt Allah zu preisen bei der Kaaba. Und nichts sehen, nicht die Menschen angucken oder die Bauten wundern, die Kaaba schon, aber sonst, abgesehen von der Kaaba, ist alles nicht wichtig. Und auch nichts hören, also nicht schauen, was die anderen sagen und die anderen, dann ist man abgelenkt voneinander. Und wenn man das darauf achtet, inshallah, hat man viel davon. Ja. Genau. Ja. Und dann noch, also, noch ein Punkt, den wir aufgeschrieben haben, einfach nur um es zu erwähnen, Medikamente. Ich meine natürlich, wenn jemand sagt, er hat irgendein spezielles Medikament, das er einfach dringend braucht, keine Ahnung, Insulin zum Beispiel oder irgendein spezielles Medikament, dann ist klar, dass er das mitnimmt, das ist logisch, aber alles andere, was man halt so irgendwie brauchen könnte, für den Fall, dass man Kopfschmerzen hat, für den Fall, dass man Zahnschmerzen bekommt und so weiter, das Land ist voll mit Apotheken und die Apotheken sind auf einem europäischen Standard, also man bekommt alles. Also man braucht sich jetzt keinen Stress machen damit, dass man jetzt eine Apotheke von 20 verschiedenen Dingen und Pflastern, die man wo einpacken muss. Prinzipiell, man reist mit leichtem Gepäck. Das ist wichtig. Also wir zum Beispiel, wir beide haben das Problem, dass immer wenn wir reisen, wir nehmen immer viel zu schwere Koffer mit. Also überall, wo wir hinfahren, kommen wir dann drauf, ja eigentlich
habe ich Dinge eingepackt, die ich sowieso nicht brauche. Ja. Aber mit Ausnahme von Mekka Medina, also wenn wir dorthin fahren, ist es wirklich so, dass wir fahren echt mit einem leeren Koffer hin. Es ist also fast leeren. Also man reist mit sehr, das ist wichtig, also man reist dorthin mit leichtem Gepäck. Und die Dinge, die wir jetzt erwähnt haben, sind wirklich nur einfach, dass man ungefähr eine Idee hat, wie man sich dort kleiden könnte oder so. Aber es ist, man soll sich keinen großen Stress draus machen. Okay. Was tun wir die Medikamente? Natürlich, wenn man seine eigenen Medikamente, die man einnehmen muss, medizinisch, dann müsste man das halt sorgen, dass man das mitnimmt. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الحمد لله Alhamdulillah, 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 Subhanallah.